Hallo und herzlich willkommen zu den 99 Sekunden Games Planet News. Dieser Tage gab's massig Nachschub für alle Gameboys und Playgirls. Am Dienstag ist endlich die PC-Version von Watch Dogs 2 erschienen. Und wie realitätsnah das Spiel geworden ist, zeigt unser Pascal in einem Video im Rahmen einer Selfie-Tour durch San Francisco. Gestern, am 1. Dezember, kam dann das neue Lieblingsspiel von Tom Cruise, Peter Maffay und Dustin Hoffmann raus. Die freuen sich über die Zwerge, das Rollenspiel zur gleichnamigen Roman-Bestseller-Reihe. Tja, und Wintersportfans dürfen sich ab dem heutigen Freitag, 2. Dezember, in den virtuellen Schnee stürzen, und zwar mit Steep. Ein interessantes Detail zum Rollenspiel Kingdom Come Deliverance haben die Entwickler jetzt bekannt gegeben. Um zu speichern, muss der Held im Spiel einen Schnaps trinken. Tut er das so oft, wird er allerdings alkoholabhängig. Die Macher wollen also auf originelle Art und Weise verhindern, dass man ständig den Spielstand sichert. Ich sehe schon, ich muss dann auch jedes Mal einen echten Schnaps hinterher kippen. Das spiele ich dann zwar ab einem gewissen Punkt noch schlechter als sonst, aber es ist mir wenigstens scheißegal. Thema Virtual Reality. Laut einer Studie verkauft Sony mehr VR-Brillen als die PC-Konkurrenz zusammen. Der niedrigere Preis von PlayStation VR scheint die Kundschaft also mehr zu überzeugen als die bessere Technik von HTC Vive und Oculus Rift. Allerdings haben Analysten auch die Verkaufserwartungen für PlayStation VR massiv gesenkt. Virtual Reality hat's also im Massenmarkt immer noch schwer. Euch machen wir es am Wochenende aber wieder ganz leicht, und zwar zu sparen im Rahmen der Xmas Deals. Diesmal gibt's besonders günstig Dragon's Dogma Dark Arise, Dirt Rally F1 2016 und Assassin's Creed Syndicate. Apropos, ab 7. Dezember gibt es auf Uplay Assassin's Creed 3 30 Tage lang kostenlos zum Download. Ubisoft feiert nämlich 30-jähriges. Hier noch schnell das geilste animierte GIF der Woche. Hochgeladen auf dem Videoportal Shiffycat. In lausiger technischer Qualität, aber lustig. Watch Dogs 2.